Ey, sag mir jetzt bitte nicht, dass ich den jetzt da die ganze Zeit da draußen am Hin- und Her-Watscheln habe. Bitte nicht. Mann. Mann, du! So. Musik beruhigt sich, ich würde sagen. Nö. Ja, aber nu, jetzt sind wir hier. Einen Schraubenzieher haben wir, aber das war's auch irgendwie. Ein anderer Schlüssel wäre mal ganz geil. Rote Schlüssel. Rote Schlüssel. Aber wo? Aber da. Die war vorhin nicht offen. Na denn? 319 drin. Auf geht's. Level Main Hall. Ah, ein weiterer Tag. So. Schmip, 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 schmip. Weggeputzt. Weggeputzt. Und. Ihr ratet es. Weggeputzt. Okay. 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 Wieso? Wieso? Warte mal, ich guck mich hier mal ganz kurz nochmal in der Ecke um. Man weiß ja nie. Aber der Raum hier nebenan sieht jetzt anders aus. Oh Scheiße. Oh nein. Oh nein. Ne, hier ist nichts. Okay. What? Was ist das? Was ist das? Ach, hier kann ich. Warte mal. Ah, nice. Hier kann ich was ins Spiel integrieren. Okay, alles klar. Okay, dann brauchen wir einen Schlüssel. We need the blue key. Glaube ich. Würde ich mal so sagen. Großartig. Blathercade. So, okay. Rote Tür, kommen wir nicht durch. Oh, das ist nice, warte mal. Ah, schön, 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 schön. Okay, gehen wir mal ran. Wahrscheinlich können wir ihn hier finden, hoffen. Jawoll. Wupp. Haben wir. Materialisiere ihn. Und wir haben den blauen Schlüssel. So, jetzt gehen wir an den anderen Automaten. Und packen da den blauen Schlüssel rein. Und weg ist er. Oh, und wir haben den roten. Wir haben den roten Schlüssel, Freunde. Das ist natürlich geil. Gab's überhaupt eine blaue Tür? Eine blaue Tür gab's ja nicht, wa? Okay, alles klar, wir haben den roten Schlüssel. Und die Tür hinter uns ist auch weg. Das ist gar kein Problem für uns. Holy shit. So, okay. Oh, da weiß ich hier. Hallo? Ja, hallo? Oh, nicht so schön. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Oh, krass. Oh, das ist so richtig geil, Silent Hill 1 Style hier irgendwie. Wunderbar. Oh, scheiße. Scheiße. Gottes Willen, ey. So, auch hier können wir wieder was einfügen. Ich mag aber nicht. Guck mal jetzt erstmal, was passiert, wenn ich hier ein bisschen aufräume erstmal im Spiel. Erstmal den Müll wegmachen. Alarm.
Symposium. Find the blue key to unlock secret in the main hall. Okay, alles klar. Oh, okay, alles klar. Die normale Halle ist über uns. Was ist das? Das habe ich doch auf dem Dach schon mal gesehen hier. Zum Wohl. Und hier auch nochmal. Ja, und hier, okay, alles klar. Wir brauchen. Irgendwas müssen wir fünfmal aufmachen. Dreimal aufmachen. Na gut, okay. Also wir haben jetzt erstmal den roten Schlüssel. Mit dem roten Schlüssel kommen wir ja schon wieder durch ein paar Türen, durch die wir vorher nicht kamen. Zum Beispiel hier. Da probieren wir nochmal. Klack. Hallo? Was ist das? Das ist nichts. Hallo? Oh, und alle sind jetzt so bloody, ey. Oh no. Gelbe Tür, hier war ja keine weitere Tür drin. War sie nicht? Nein. Nö. Aber hier ist noch eine Tür. Und die schließen wir natürlich auf. Klopp, klopp. Ah, okay, alles klar. Hier sind wir im Sicherungsraum. Gut. Dann würde ich mal probieren, irgendwie aufs Dach zu kommen. Weil auf dem Dach war ja auch noch mal eine rote Tür. Achso, so eine Gittertür mit rotem Schloss. Und die würde ich natürlich gerne erstmal öffnen. Vielleicht kommen wir da jetzt weiter. Ah, nicht für unautorisierte Personal. Ich bin natürlich autorisiert. Oh, was haben wir hier, eine Münze? Take it. Yes. Hier vorne war auch nicht. Oh, das ist gerade ein bisschen erschrocken. So, hier vorne haben wir auch noch eine. Take it. Neune, gleich können wir wieder keine mehr nehmen. So, schauen wir erstmal hier oben nochmal. Ah, okay, hier haben wir nochmal Müll. Und hier ist die Münze. Alles klar. So, dann gehen wir mal den Automaten ran. Frag dich, was wir jetzt hier auch einsetzen müssen. Eins, zwei, drei. Ready. Roof Cage. Oh. Ah, okay, alles klar. Vielleicht sollen wir einen Feuerlöscher finden. Haben wir irgendwo einen Feuerlöscher gesehen? Aber nicht, oder? Checks is out! So, na hier könnte man noch vielleicht noch irgendwie so ein Ding finden. Was ist ein Zettel? I just had a strange day. The address where we are supposed to pick up the so-called cabinet rest to an empty street where the machine was sitting alone covered by a sheet, not a soul in sight. The check was already in the mail, so we lifted the cabinet into a truck and headed back to Amos. I couldn't get the game out of my head. During the drive I felt like the machine was stirring at the back of my neck. The machine is installed in the main hall. I don't know if I should be happy or scared. Ja, okay, alles klar. Er sollte so einen Automaten ausliefern und... Er hatte irgendwie Schiss. Sauna, das Spiel. Na, was ist... Oh, mal der Aufguss! Weia, hier kommen wir nochmal wedeln. Alter, Sauna, das Spiel. Das lasse ich mal jetzt so stehen. Das lasse ich mal jetzt so stehen. Großartig. Oh, was haben wir da? What is this? Nice! Blauer Schlüssel. The entity seems to try everything to prevent me from finding this key. There must be a good reason for it. The key feels strangely heavy in my hand, like it's trying to guide me somewhere, pulling me forward. The very center of this place. Okay. Is this? Nein! Nein! Kommt der jetzt? Oh, scheiße! Ausmachen. Oh, das ist jetzt hier so eine Hide-and-Seek-Nummer. Oh nein, bitte nicht. Ja, ist
Okay, man kommt nicht lang. Oh, da hinten. Nee, das hat mir jetzt was gebracht hier. Super. Schön. Ganz geil. Okay, alles klar. Also bis jetzt kann ich tatsächlich noch nicht so wirklich sagen, wie er läuft. Okay, also er läuft hier vorne rein. Dann geht er nach vorne zum Zaun. Dort steht er. Und kommt wieder hierher. Also wenn er jetzt hier steht, ich wage zu... Ah, ist aber wirklich null Zeit, um jetzt hier auszusprinten, oder? Schaffen wir das? Schaffen wir das? Taschenlampe anmacht. Sieht er mich dann? Der Videospiel Dämon? Alter, die Zeit ist ultra knapp irgendwie, wenn der jetzt hier steht. Okay, aber wir probieren es. Okay, er hat mich einfach rausgezogen und mich fertig gemacht. Das ist ja toll. Ja, das hat nicht so funktioniert. Shit. Ah, don't see me, my friend. So, dann jetzt läuft er auch von dem Rücken. Yes! Nein! 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 Nein, das ist doch scheiße! Wir sollten jetzt aufs Dach kommen! Ah, so ein Kack! Scheiße! Ich komm doch nur über die Leiter aufs Dach! Oh, damn! Das ist ein... Der Müll ärmert jetzt da vorne nur rum, oder was, wa? Okay, er läuft rein. So, dann kommt er wieder raus. Aber da vorne, ist da vorne überhaupt eine Tür? War da überhaupt eine Tür? Ich glaube ja, ne? Wir probieren's. Okay, alles klar. Haben wir. Okay, wir... Hat das jetzt was gebracht? Oh nein, jetzt ist der da. Okay, also wir müssen irgendwie in die Main Hall zurück. Und da den blauen Schlüssel benutzen. Die Frage ist halt nur, muss er nochmal aufs Dach? Also ich hab den blauen Schlüssel. Aber der blaue Schlüssel bringt mir oben auch nicht auf dem Dach, oder? Ich komm auch nicht aufs Dach, also. Läuft. Mal hier einfach hinten in die Ecke. Okay, er sieht mich. Das ist nicht gut. Nein, er ist da.
Oh, lass mich! Scheiße, 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 scheiße! Oh no 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 no. Ja, das doch jetzt mir am Arsch, Alter. Scheiße, wollen wir mal den weg hier. Ah, John Klebig. Ach, ist doch Mist. Hab ich gesagt, den ihm hier abhauen jetzt. Ja, scheiße. Lass mich doch in Ruhe. Lass mich doch in Ruhe. Was ist denn, wenn ich jetzt hier am Automaten bin? Kann er mich da? Kann er mich da? Riecht er mich da? Ja, schade. So, blaue Schlüssel geht rein. Schnapp ihn hier, mein Kleiner. Und open the door. What? Investigate the arcade to break the barriers of the main hall. Okay, was ist... Oh, nix jetzt hier. So, das hier kann ich hier. Kann ich hier nicht wegputzen? Ne, kann ich nicht. Schauen wir mal. The game itself isn't evil, even though it seems to follow me inexpectedly around the arcade. I can't shake the feeling the character in the game wants to help me. If I follow the lead, maybe there is a way to undo all of this. I hope by getting through this door I can find answers or a way to fight back. Tja. Also das Spiel an sich ist jetzt nicht böse und er glaubt tatsächlich, dass ihm das Spiel hilft. Aber, so, das Ding habe ich jetzt aufgemacht. Das habe ich jetzt aufgemacht. Aber es bringt mir nichts. Verdammte Scheiße. Ich hab keinen Feuerlöscher. Wenn ich jetzt rausgehe. Oh. Nein, ist wieder da. Gott, was sind das jetzt hier? Neuer Raum. Uha, du. Okay, da hinten. Ist ein spielbarer Automat. Was haben wir denn hier schönes? Sharks. Ach ja, das wäre da was hier für meinen. Für meinen Buddy Lars. Grüße gehen erstmal raus an dich, mein Bester. Ne? So. Wir sind voll. Oh, warte mal. Ah, Mensch. Oh, ah, ja. Das war natürlich auch immer geiler Automatenzug. Zwei Kniften dran, irgendwie du und dein bester Buddy. Feuerfrei. Hammer. Das, sowas hat immer richtig Spaß gemacht. So, okay. Wie gesagt, wir sind voll münzentechnisch. Die Abyss. Dann probieren wir es mal. Auch hier kann man was einsetzen. Eins, zwei, drei. Blub. Okay. Wupp, 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 wupp. Tatsächlich hat diese... hat diese wirklich einfache Gameplay... was ganz bezaubernd. Und da. Oh nein. He's here. Ach du Scheiße. Boah, das ist doch jetzt aber fuck, Alter. Das ist doch bitter. Draußen! Oder? Ja, das ist doch... Aber nicht so richtig. Scheiße. Oh nein, wir kommen da nicht mal nicht raus. Doch, oder? Man klettert doch über die Müllscheiße hier rüber, Junge. Oh,
ne, kann ich raus. Scheiße. Das ist aber auch blöd, ey. So, FTUs. Wen haben wir denn hier jetzt? Wo ist das? Taschenlampe. Oder? Ich würde mal sagen, it's the flashback. Oh, pick up. Also, Flashback, sondern Flashlight. Und? Use. Okay, alles klar. Ach, hey, okay, alles klar. Müssen wir jetzt so durch, oder was? Plimpf. Okay, gut, das hätten wir jetzt nicht mit der Taschenlampe auch so machen können. Wir hätten da jetzt nicht so einfach durchlaufen können. Cool. Nein, 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 Alter. Ja, der Feuerlöscher. Komm, easy, easy, boy. Ja, du darfst natürlich anscheinend das Gekräusel hier ja nicht berühren. Irgendwie, weil ansonsten hätte man natürlich vorne schon schön durchrennen können. Aber, niente. So, okay. Wir holen uns natürlich unsere Taschenlampe. Hoffentlich irgendwie wieder. Yes. Problem. Problem. Ist das Glut? Können wir jetzt einfach... Ach, cool. Nice. Time to fight back. Schön. Ich glaube jetzt nicht, dass wir da immer gegen ein Monster kämpfen können, aber... Naja. Auf jeden Fall kommen wir so durch dieses rote Zeug durch. Und wir kommen damit auch auf das Dach. Back on the roof again. Yeah. So. Okay. Achso, da ist er. Gut. Dann würde ich sagen, setzen wir hier mal den wunderschönen Feuerlöscher ein. Die Sounds sind aber auch einfach Hammer. So, ich würde den jetzt einfach mal hier vorne wieder droppen. Geht ja nicht. So. Und damit ist auch die Müllhalde hier vorne weg. Den nehme ich natürlich mit. Und jetzt lass uns doch mal schauen, was wir hier jetzt finden. The next key. So, ändert aber trotzdem immer noch nichts daran, dass wir erst 2 von 3 damit haben. Und selbst der ist noch nicht unten. Das heißt, wahrscheinlich werden wir wieder... Besuch bekommen. Musik ist schon wieder sehr unheilschwanger. Oh, da vorne kommt er. So, ich hoffe, ich konnte ihn damit etwas foppen. Aber ich... Oh, sieht gut aus. Könnte gut aussehen. Es sei denn, er ist jetzt hier vorne wieder am Start.
Hm, okay, gut. So. So, nehmen wir uns mal den zweiten Schlüssel. Piep. Weg. Was endete? Oh nein! Trapped. Oh shit. Oh nein. Der Schlüssel da jetzt noch dran? Nee, der Schlüssel ist jetzt weg, ne? Der ist jetzt integriert in das Spiel. Ach, der haut ja so automatisch gleich weg. Schön. Schön. Okay, also wir sind jetzt hier irgendwo gefangen. In the game. So, der ist aus. Und ich habe arge Befürchtung. Na klar, dachte ich mir jetzt schon so. Ach, du willst jetzt Strom haben, oder was? Okay, wir müssen die Taschenlampe einklinken. Und use. Oh, und nu, Alter? Oh, bitte. Oh, nee, Alter. Mist. Schade. Okay, funktioniert leider so nicht. Wir müssen die Taschenlampe tatsächlich jetzt hier lassen. So, los, komm hier ran da, an das Ding. Und die Taschenlampe muss jetzt hier drüben hingepackt werden. Kein Problem. Auch das kriegen wir hin. Oh, shit. Oh, hier kommt da gleich so ein beschissener Jumpscare, Alter. Ich seh doch, komm. Ach nein, es ist ein Labyrinth. Oh nein. Dritte Mal müssen wir die Taschenlampe irgendwo hin positionieren. Oh! Oh, ey, mies! Miese Kiste! Miese Kiste, Freunde! Was ist, ey? Soll ich jetzt hier von. Oh, aber oh, wirklich eine Gänsehaut jetzt. Oh, wirklich unangenehm. We're online. Still here? Aber das bringt mir aber auch ein Shit. Das. Sobald ich das nicht aufkriege, ist hier. Ja, tatsächlich habe ich jetzt gerade nicht so wirklich Ahnung, wo ich jetzt hingehen soll. So, einer muss noch zu öffnen sein. Aber die Frage ist. Oh shit. Oh shit. Wo? Wo bekomme ich jetzt den dritten Schlüssel her? Ah, aber guck mal, man kann jetzt hier. Oh! Oh, okay. 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 Ach du Scheiße.
Oh no, no. Das ist ein großer Dunkel hier, ey. Ach, Emily. Ach, ja. Oh, nee! Keller! Der Keller. Ich möchte sagen, ich bin voller Freude. Ja, Teddy, da kannst du dich schon mal anschnallen. Ach, okay, mal, ihr habt euch ein kleines Kino gebastelt, oder was? Und? Teddy, kann ich dich auch noch nehmen? Oh. My only friend! So schön. Schön, schön, schön. Ihr habt ihn aber wirklich ein bisschen Langeweile gehabt. So, okay, wie geht diese Platte runter? Wie geht diese Platte runter? Kann man sich hier hinsetzen? Nee, man kann sich hier nicht hinsetzen. Licht ausmachen. Bringt auch nichts. Wo ist der Trick? Alles klar, alles klar. So, dann laufen wir mal zurück und wir probieren mal einen anderen Ansatz. Wo ist jetzt Finn überhaupt zurück? Bumslan. Shit. So, okay. Hier waren wir. Hier waren wir, hier waren wir, hier waren wir. So. Schnuppel die Schnupp. There is the main hole. So, ja, vielleicht muss man ja überall irgendwie diese komischen Dinger wegmachen hier. Mal hier. Hinfort! Oh Glut! Oh, aha, 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 aha! Das ist natürlich nice. Das ist natürlich nice. Da war noch ein Gitter. Das hätte ich natürlich so vorher nicht gesehen. Crouchen bitte. Hinlegen. Und losjuckeln. Ne, ne, ne. Und wir sind wo jetzt hier? Auf der. Auf dem Darm-WC. Okay. Kommt man denn hier? Teddy! Teddy! Nö! Ne. Oh Mann! Hör mal auf! Hör auf! So, okay, also scheinbar muss ich wirklich mit dem Feuerlöscher irgendwie einige Glutnester beseitigen, damit ich alles finde. Also quasi alle Lüftungsgitter. Können wir das hier eigentlich beseitigen? Ja, oh Mann, ey. Da muss er auch noch drauf kommen hier, ey. Versteckt die Schweine. Na, stehe ich jetzt hin. Da ist ein Lüftungsgitter. Hier ist ein Lüftungsgitter mit Akten. Kann man machen. Kann ich das öffnen? Ja. Das ist ein Scheiß. Ein Scheiß. So, und was mit dir? Kann ich da rennen? Okay, okay, okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Ich verstehe. Ey, ich würde ja nochmal springen können. Was? Ach nee, ich muss hier durchkrauchen. Was? Ins Bücherregal reingekraucht irgendwie. Schön. Das ist großartig. So. Da sind wir da. Ah, okay. Geht also gar nicht darum, dass wir hier reinkommen, sondern dass wir hier hinkommen. Da ist Teddy. So. Weg den Shit. So. Und
wenn ich mich jetzt nicht recht irre, fehlt uns jetzt noch ein Teddy. Ein Lüftungsgitter, ihr Schweine, Alter. Kann man das denn bitte so verstecken? So, okay. Nice. Na, schön. Teddy-Symbol. Ja, hier kann man mal die Karre mal ein bisschen sauber machen. So, 1, 2, 3. Ready! So. Nein. Nein. Oh, Teddy. Yeah. Jawohl. Wir haben den letzten Teddy. Schön. Dann bin ich aber jetzt gespannt, irgendwie, was da passiert ist. Oh, hier ist noch eine Münze. Die grabbeln bei uns. Gepäck. So, okay, gut. Also wieder rein. Juckeln hier. Na, was ist denn los? Also, du musst direkt draufstehen auf dem Gitter. Ansonsten geht da nichts, nichts. So, okay. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt bei den Teddys draußen weiterkommen. So, na dann. Teddys. Oder auch vielleicht Gummibären. Na, 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 na. Jetzt müssten alle drei da sein. Ja, das Publikum und die Tür ist offen. Und was für eine Tür, Alter. Vault 111. Ich komme. Na, oh. Almost unbearable. Okay. Scheinbar. Heil Teddy. Okay. Noch größere Teddys. Was ist das? Finished Level. What? Was ist das denn? Aerial View. What? Okay, das ist die Spielhalle, so wie es mir ausschaut. Okay. Okay. Ja, scheinbar sind wir hier auf so ein kleines Easter Egg gestoßen. Demo-Layout. Okay. Scrap the Cade Layout. Schön. Tja, und, Herr Entwickler, sind wir zufrieden damit? Concept Pictures. Da. Okay. Ja, hat uns irgendwie nicht weitergeholfen, tatsächlich, glaube ich. Scheiße. Es war ein Easter Egg. Es war nur ein Easter Egg. What? Okay. Okay, cool. King Teddy macht dein Ding weiter. Oder hat er jetzt hier irgendwas gedroppt? Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Ach, Mist. Tja, dann kann ich jetzt nur hoffen, dass an der einen Stelle, wo ich gerade sagte, dann hier müssen wir nochmal schauen, dass wir jetzt da weiterkommen. Ansonsten bin ich wirklich absolut planlos. Hier. So, Schnorrer schnell weggemacht hier alles. Info. Ich muss sagen, der Feuerlöscher ist wirklich sehr ergiebig. Gott sei Dank. Ansonsten, ja, schlecht. So, was haben wir denn da? Ja, hier waren wir auf jeden Fall nicht drin. Jackpot, Baby. Schon ein bisschen neue Heli-Spiele. So, what should we do? 2, 3. Hobby. Weggemacht den Shit. Und wir haben den letzten blauen Schlüssel. Nice. Oh shit, oh shit. Der kommt mir jetzt aber nicht so gelegen.
Alter. Er hat mich gleich. Oh, komm, 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 Junge, zieh! Zieh, Junge! Lauf! Lauf, Mann, komm! Oh, kann man hier auslaufen? Nein, kann man nicht. Oh, scheiße. Na, komm, lass mich. Alter, mehr Schwein als Verstand gerade ihr habt hier. Oh. Hallo. Na, hau mal bloß ab da hinten. Schweinehart. So. Und auf geht's, mein Freund. Der letzte blaue Schlüssel. Oh nein, kommt der jetzt an die Schissen? Da warte nur noch. Oh, es wird trapped hier, oder? Oh nein. Oh Gott. Oh. Mann, wie kann man diese schönen Automaten so versauen? So Mist. Hallo? Hallo? Oh, okay. So was finde ich auch mal fies, irgendwie, wenn sich Räume einfach ändern, indem man einmal durchläuft. Ich doch, Alter. Scheiße. Dankbar, dass die Entwickler hier nochmal so ein paar kleine Stolpersteine eingebaut haben, damit es auch ja nicht irgendwie leichter wird. Komm, lass mich einfach in Ruhe. Na klar, danke. Total super. Ah, oh, nicht doch, Alter. Oh, wegschaffen, wegschaffen. Ja. Komm, kriech rein, Mann. Oh, ey, ich hab so ein Schwein, ey. Also das hat hier, kann ich euch schon mal gleich sagen, hat nichts mit Skills zu tun. Das ist einfach nur Suppe. Wirklich nur richtig Fettschwein gehabt. Oh. Alter, was mich aber so richtig abnervt, was pimmelt der Typ jetzt hier die ganze Zeit rum? Something went horrible wrong. The crowd on the main hall start screaming, sounds of violence. I didn't see what was happening. I just run and hide. It's roaming these halls, something evil. It won't be long before it finds me. Ja, shit ist also jetzt hier abgegangen bei euch. Oh! Oh ja. Ach hei, Alter. Ach du Scheiße, ach du Scheiße.
Ach du Scheiße. Oh nein. Lord to our deaths. Covered. Oh shit. For eternity. Und wir haben die letzte Barriere geöffnet. Okay. Ich glaube, ich brauche gar nicht mehr weiter runter zu gehen, genau. Und wir sind wieder da. Und jetzt geht's ab. Oh shit. Oh shit, Alter. Point of no return. Make sure you are done exploring the arcade before proceeding. Ich denke, wir haben alles. I think we got all. So, du hast hier mal ein schönes Ritual durchgezogen. Auch vorher ist noch Tinnis sprüht. Oh, Lore Master. Wir haben wahrscheinlich alle Zelle gefunden. I have seen it. The mesmerizing light. And its source at the center. All it wants is to feed the lore, the unsuspecting victims into its twisted dimension. The forest is surrounding me. The light is all I can see. Ja. Scheiße. Ist scheiße, Kumpel, Alter. Kann man nicht anders sagen. So. Und ran an den Automaten. Achso. Boop. Ja! Ja, Mann, Alter! Jawoll! Na, bitte! Whoop. So, das heißt, kann ich mich jetzt wehren gegen den Typen? Wir werden es gleich herausfinden. Oh, okay. Kill the entity. Na denn. Oh, er ist aber schnell. Ah, wo bist du? Mein Boy? Bin ich dein Boy, Alter? Kannst du mal schön vergessen hier. So, was denn nu? Und it's dark around me. Das ist ja wunderbar. Was ist denn das? Tetris? Objective. Fragezeichen. Okay. Jetzt sind wir im Automaten. Das jetzt, soll ich das jetzt hier wegmachen? Ja, okay, ich bin jetzt bin ich der Janitor. Jetzt bin ich der Janitor. Ah, okay. Ah, eine Wand. Ach, das ja. Oh. Hallo Key.
Ah, sehr nice. Also, prinzipiell ist natürlich das sehr, sehr cool gemacht, ne? Zieht sich jetzt aber allerdings ein bisschen. Muss man mal so sagen. Aber wahrscheinlich werden andere, oder ihr werdet wahrscheinlich schon wesentlich schneller durch dieses Spiel. Ich bin halt immer relativ slow und sloppy hier irgendwie. So. Cooler wäre noch gewesen, wenn wir jetzt noch so einen Besen gehabt hätten. Hätten wegschrotten müssen. So, okay. Nice. So, wir machen natürlich alles schön nice und clean hier, wie es sich gehört. Na, da ist der Anspruch groß. So, vorne war noch eine gelbe Tür. Hier ist noch eine blaue Tür. So, einmal nochmal Erbrochenes in Gang 5 bitte aufwischen. Ah. Gelber Schlüssel. Hier war gelbe Tür. Und wir wischen hier den großen Rotmops auf. Zeuge. Schön. The Witness. Was denn nur, Alter? Ach du Scheiße. Was ist denn jetzt los? Oh Mann. Oh, ich habe 11.000 Punkte. Was doch immer das heißt. So, irgendwie ist mir hier echt nie wohl. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was macht er mit dem Tisch? Komme ich denn jetzt irgendwo irgendwie rein? Weil ich denke mal, das wird jetzt so nicht funktionieren. Nee. Okay, heißt also, wir müssen irgendwie einen Weg finden. Und was sollen wir denn Zeuge eigentlich werden? Das muss ich ja auch mal fragen, so um Gottes Willen. So, kann ich das hier wegmachen? Das kann ich wegmachen. Das ist aber nicht sehr konsistent. Das eine hier, das andere nicht. Aber obwohl das auch so ein klassisches Ding von Spielen der älteren Generation war, irgendwie deshalb manche Sachen einfach auf Teufel komm raus, egal wie sinnvoll es innerhalb eines Spiels war, irgendwie, man konnte es nicht logisch umsetzen. Ich sag mal, Beispiel Resident Evil, du kriegst eine Tür nicht auf, Raketenwerfer raufgeschossen, Tür immer noch zu. Kann ich jetzt hier? Nee. Oh. Okay, kann ich jetzt riskieren? Kann ich hier umschießen? Piu, 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 piu. Ja, sieht so aus. Oder? Doch, doch. Okay, doch, doch. Ja, Mensch, ja, 500 Punkte gekriegt für. Schön. So, Feuerlöscher raus. Bin ich jetzt hier durch? Bin ich tot, wenn ich hier durch hier? Muss ich aufschieben? Oh. Okay. Sollen wir noch die Helm oben anscheinend ziehen? Das ist die Entität. Eieieiei. Stirb! Okay, irgendwann sagt mir, ich sollte, wenn es geht, nicht um den roten Schein von dem Vieh treten. Oh, genau den! Hier weg. Das weg, Mann! Ja. Nur Hoppi, Hoppi, Hoppi.
von hier schon ballern? Sieht nicht so aus. Oh mein Gott! Oh shit. Dein Motherfucker! Klipsch! So, schön. Darüber spoken oder was? Lauf, Schlampe, lauf! Okay. Komm wieder ran. So. Kann man denn von hier noch ein Auge sehen? Ja, da oben, jawohl. Schon raus jetzt irgendwie. Erinnert mich wirklich ein bisschen in Silent Hill jetzt. Frauenküren. Wo? So, na komm, irgendwo muss er ein Auge sein hier. Da hinten. Die Sau. Source not found. Platt gemacht. Nein, 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 nein. Okay, wir wurden drin gesaugt. Ja, was denn nun? Jetzt bin ich innerhalb dieses Dings. Schön. Der Tag wird immer besser. Ach man. So, okay, weiter jetzt. Okay. Schön. Okay, was. Boah, ist halt wirklich schon sehr skurril, das Spiel jetzt hier. Es ist immer noch wirklich cool und catchy, aber meine Güte, also die Entwickler, nehmt mal ein bisschen weniger Drogen, Freunde. Oh, das ist doch eklig. So, da ist der letzte Automat. Laut. Janitor. Hier ist jetzt die Hauptbösewicht KI drauf, oder was? Become. Ach, ey. Oh shit. Oh nein, Alter, nein, wir sind in dem Videospiel jetzt gefangen. Oh nein. Das ist fies, ey. Oh, Bad Ending. Oh nein. Krass. Und der nächste kommt schon. Das nächste Opfer kommt. Krass. Sehr, sehr cool gemacht. Sehr, sehr cool gemacht. Bin ja tatsächlich ein großer Fan von diesen Unhappy Endings. Irgendwie war das halt einfach Become the Janitor. Okay. Ja, fantastisch, fantastisch. Irgendwie. Es hat richtig Spaß gemacht, irgendwie. Und ja,
Leute, wenn es euch gefallen hat, irgendwie holt euch das Spiel, spielt selber. Und wenn euch das Spaß gemacht hat, was wir hier machen, irgendwie unterstützt uns gerne mit einem Like und einem Abo. Und dann, wenn ihr Bock habt, irgendwie sehen wir uns bei unserem nächsten Projekt wieder. Bis dann, ciao.